Herzlich willkommen zum ersten OER Info Web Talk. Für alle, die das Jahre später sehen, das geschichtliche Datum war der 14. Februar 2017, als wir die erste Ausgabe der OER Info Web Talks live in die Welt sendeten. Ein ganz besonderes herzlich willkommen an die Menschen, die live dabei sind. Und wenn es das erste Mal ist, will ich kurz erklären, was das Ganze eigentlich ist, wie das Ganze ablaufen wird. Und unhöflicherweise erst danach erklären, wer die eigentlich wichtigsten Personen heute sind, nämlich unsere Gäste mit dem Thema Jointly, gemeinsam für OER. Der OER Web Talk ist so eine Mischung, wenn man die Informationsangebote von der OER Informationsstelle schon kennt, dann weiß man, es gibt sowas wie einen Podcast, wo mindestens zwei, vielleicht auch drei Menschen miteinander sprechen. Es gibt sowas wie Videointerviews. Und das ist jetzt ein bisschen die Fusion daraus, plus der Live-Moment, dass man also auch Fragen und Kommentare einbringen kann. Das heißt, wir werden von der Reihenfolge her gleich Anne Zobel und Paul Klempel haben, die einen Input vorbereitet haben und erstmal vorstellen, was Jointly ist. Dazu kann man dann Fragen stellen und Kommentare abgeben, ohne Kamera und Mikrofon machen, einfach über einen Text-Chat, der auf der rechten Seite zu sehen ist. Man kann da auch jetzt schon Fragen eingeben. Man kann das auch nutzen, um sich gegenseitig kennenzulernen. Vielleicht starten wir damit einer kleinen Textvorstellungsrunde von denjenigen Personen, die schon da im Raum sind. Und wer eine Frage hat, die wir danach in die Diskussion einbringen, Fragen dann ein. Wichtig wäre, dass Anne Zobel und Paul Klimpel nicht die ganze Zeit dann auf den Text achten müssen, während sie reden. Deswegen gucke ich dann da auf und suche mir die Fragen raus. Ich lese die nachher nochmal vor, denn es gibt eine Aufzeichnung der Videos als Video. Da ist aber nicht der Textteil drin. Das heißt, das, was da steht, auch wenn da zum Beispiel der Name steht, das ist nicht in der Aufzeichnung zu sehen, live dann allerdings schon. Und es kann auch durchaus passieren, dass ich den Namen nachher erwähne bei der Frage. Man sollte sich nur nicht wundern, warum ich alle Sachen vorlese. Das hat den Effekt, dass auch diejenigen, die später das Video sehen, wissen, was eigentlich die Frage war, auf die dann Anne oder Paul ja sagen. Aber sie haben auch differenziertere Antworten, denn deswegen sind sie heute hier zu Gast. Jointly ist ein Projekt, das für andere OER-Projekte als Unterstützung bereitsteht für Kooperation, für Beratung, für Beratschlagung etc. Es gibt eine ganze Palette von Angeboten, die unter dem Dach von Jointly vereint sind. Was genau das ist, werden die beiden uns heute vorstellen. Wir haben vereinbart, dass wir ungefähr so etwas wie eine Viertelstunde am Anfang mit Folien unterstützt Input machen und danach Fragen und Antworten über den Textchat. Ich freue mich sehr. Jetzt wollte ich gerade sagen, Anne sitzt in Weimar und Paul in Berlin, aber das habe ich vorher gar nicht überprüft. In Zeiten des Internets könnten die ja auch sonst wo sitzen. Vielleicht sagt ihr am Anfang noch kurz, auch vielleicht zu eurem Hintergrund. Ich glaube, ihr müsst sowieso einmal die ganzen Logos auf euren ersten Folien erklären. Da bin ich ruhig und übergebe das Mikrofon euch. Ich bin gespannt. Jointly gemeinsam für OER, ein Buffet der Kooperation. Jetzt von Anne und Paul. Ja, vielen Dank. Ich fange an. Paul Klimpel von Allrights e.V. Wir haben uns zusammengetan. Wir, das ist die Fachhochschule Lübeck, Edo Schering, die GWDG in Göttingen und Allrights. Und haben dieses Projekt jointly auf der Taufe gehoben, gemeinsam für OER. Worum geht es dabei? So, der Grundgedanke von jointly ist wirklich dies Gemeinsame, die Erkenntnis, dass nicht nur Materialien in der Schule, sondern auch die ganzen Informationen über OER, all das, was mit OER zusammenhängt, was immer wieder an Fragen aufkommt, dass das nicht jeder für sich alleine beantworten kann, sondern dass es sinnvoll ist, da zusammenzuarbeiten. Wir sind einfach zu der Überzeugung gekommen, dass viele Fragen immer wieder auftauchen und von jeder Initiative, von jedem Projekt dann neu beantwortet werden sollen. Und das überfordert
viele. Man wird ganz dizzy im Kopf, wenn man sich überlegt, womit man sich alles auseinandersetzen muss. Und man ist vielleicht in der einen oder anderen Frage wirklich perfekt und wirklich Profi schon und weiß da, aber andere Sachen, da kennt man sich überhaupt nicht aus. Und uns ist aufgefallen, da gibt es doch Möglichkeiten, das besser miteinander zu verbinden. Jeder von euch kennt das, dass er vielleicht ein Gericht ganz gut kochen kann, aber überfordert ist, wenn er ein Menü mit 12 Gängen für alle kochen soll. Und was sich immer ganz gut bewährt hat, sind so Buffets, wo jeder was mitbringt. Weil jeder kann irgendwas besonders gut und dann können alle kommen, alle können was Leckeres essen, nicht nur das, was sie selber kochen, sondern auch das, was andere kochen. Und das ist so ein bisschen das Konzept von Jointly. Wir bündeln unsere Kompetenzen, tun uns zusammen, jeder bringt was mit und jeder kann was von dem anderen mitnutzen. Und um bei diesem Bild des Buffets zu bleiben, das Tolle ist, wir bringen da nicht nur unsere leckeren Kartoffelsalate und Würstchen hin, sondern der ein oder andere bringt auch seinen Spirituskocher mit, der nicht mehr geht, und ein anderer weiß dann, wie man den repariert. Oder irgendjemand weiß auch, wie man ganz gut mit so einem Kreppgerät umgeht und der andere hat das noch nie gemacht und lässt sich das erklären. Oder jemand bringt einfach nur die Zutaten mit und wir kochen was zusammen. All das ist möglich. Und all das geht gemeinsam halt viel, viel besser. Wenn wir das gemeinsam schaffen wollen, dann tun wir das durch dieses Content-Buffet, wo wir eben Informationen, Dinge zusammentragen, die Menschen, die OER nutzen und OER verbreiten und für OER einstehen, immer wieder brauchen. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das sind Hilfen zu Rechtsfragen, das sind Hilfen bei IT, das sind Fragen von Didaktik, das sind Autorentools. Und für jede dieser Bereiche hat auch einer der Partnerorganisationen eine besondere Kompetenz. Ich bin Anwalt, Anwalt übernimmt diesen Bereich der Rechtsfragen, IT, da ist die Kompetenz bei Edu-Sharing, vor allen Dingen bei Didaktik ist es Lübeck, und für die technische Seite der Autorentools, auch das wird durch EduSharing, aber auch durch die GWED, die Infrastruktur zur Verfügung stellt, dann nochmal eingebracht. Wichtig ist, jeder kann eben mitmachen und wir machen das zusammen. Ich glaube, ich will jetzt gar nicht viel weiter reden. Das Tolle ist, es gibt eben nicht nur fertige Projekte, sondern es gibt eben auch so Zwischenstadien. Man hat irgendwie einen Text im Beta-Stadium, aber vielleicht will jemand anders den benutzen und das kann er, weil er darauf zugreifen kann. Das ist das Tolle an diesem Content-Buffet. Man könnte vielleicht sagen, auch um das mal so ein bisschen abzugrenzen gegenüber der Infostelle, die ja ganz wichtig ist, um einfach Informationen über OER für alle zur Verfügung zu stellen. Wenn das sozusagen das Schaufenster ist oder die Publikationsform, dann ist Jointly im Vergleich dazu der Maschinenraum. Dort, wo gemeinsam gearbeitet wird und wo gemeinsam an Sachen gebastelt wird, noch bevor die veröffentlicht wurden und wo man auch an Sachen kommt, die noch in so einem Vorstadium sind. Ich übergebe jetzt mal an Anne, die macht weiter. Ja, hallo, hier ist eine Zobel aus Weimar von EduSharing. Wir haben uns mit den OER-Projekten unterhalten in den letzten Wochen und Monaten. Unser Projekt läuft seit dem 1. November. Viele OER-Projekte laufen aber jetzt erst ab dem März. Aber viele Akteure haben schon natürlich OER-Experten und haben schon Konzepte gemacht, wie sie ihre sogenannten Sensibilisierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen aufbauen wollen. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was macht dieses OER-Infoprogramm? Das BMBF, das fördert Projekte, die Qualifizierungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zu OER durchführen.
Das sind wahrscheinlich relativ viele Schulungen für wiederum Multiplikatoren. Das heißt, wir schulen in diesem Programm nicht so sehr die Lehrenden, die dann hoffentlich ganz viele OER bauen und OERs nutzen, sondern wir schulen die Trainer, die dann die Lehrenden zum Schluss schulen. Daher haben wir mehrere Multiplikatorenebenen. Wir haben die ganz alten Hasen, die halt schon immer OER machen und die, glaube ich, auch ganz aktiv waren, dieses Programm mit zu gestalten, Vorschläge zu machen, in bisherigen Aktivitäten von Wikimedia, wie zum Beispiel Mapping OER oder vom Deutschen Bildungsserver mit der Machbarkeitsstudie. Also da haben diese OER-alten Hasen mitgewirkt. In den OER-Projekten arbeiten jetzt auch sehr viele von diesen alten Hasen. Aber es werden auch, wie wir gehört haben, sehr viele junge Mitarbeiter eingestellt, die vielleicht nur zu einem oder zu zwei Themen schon sehr tief eingearbeitet sind und zu vielen anderen Themen ganz viele Fragezeichen über dem Kopf haben, so dass wir denken, dass da auch viel Qualifizierungsbedarf unter uns stattfinden muss. Und genau das macht Jointly auch. Es geht auch darum, dass die alten Hasen und die jungen Häschen sich austauschen und dass man gemeinsam arbeitet und sich fit macht für diese Trainings und für diese Sensibilisierungsmaßnahmen. Und die dritte Ebene sind dann unsere erste Zielgruppe, also die Leute, die wir in diesem Programm mit den vielen Projekten qualifizieren und sensibilisieren. Und ja, so viel so als Background, wer eigentlich bei uns in diesem Programm mitarbeitet. Die Projekte, die auch wichtig zu erwähnen sind, sind natürlich die OER-Infostelle, wo der Jöran unter anderem mitarbeitet. Und die bauen ein OER-Informationsportal auf. Das ist auch jetzt schon online. Das wird aber nochmal komplett überarbeitet und wird nochmal, ich glaube, im Frühjahr, Jöran, online gehen in einer neuen Form. Und wir haben auch andere Projekte, die jetzt schon arbeiten. Die entwickeln zum Beispiel ein Kompetenzraster für OER. Und ein weiteres Projekt, wo wir auch schon näher Kontakt hatten, entwickeln ein Qualifizierungskonzept für OER-Trainer. Und da haben wir auch jetzt schon den ersten Unterstützungsbedarf gesehen, dass jetzt viele Leute an OER-Strukturen bauen, also an Ordnungsstrukturen, Kompetenzraster, wie baut man so eine Seite auf, dass man alle OER-Informationen und Best Practices findet. Und da haben sich auch schon erste konkrete Kooperationen ergeben, die ich dann gleich auch nochmal vorstellen werde. Ein zweites Feld, wo wir kooperieren, sind, was der Paul schon angesprochen hat, die Qualifizierungsinhalte, die wir auf einem Content-Buffet zusammenstellen wollen. Die Idee ist, dass sich Gruppen zusammenfinden, die gemeinsam Rechtsinhalte zusammenstellen, die gemeinsam Qualifizierungsmaterialien zu pädagogischen Fragen und zu ähnlichen Fragen bearbeiten. Ich glaube, ich jetzt in die Folien weitergeschaltet worden, weil ich schneller reden soll. Oder man gibt mir noch mal ganz schnell die letzte Folie. Danke. Noch eine weiter, bitte. Die nächste, bitte. Dankeschön. Das ist eine erste konkrete Kooperation. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie wir in Jointly arbeiten. Das ist eine Vorstufe des Content-Buffets, die jetzt noch nicht auf dem eigentlichen Content-Buffet stattgefunden hat, sondern in Google Docs. Wir haben in einem Online-Dokument viele Projekte zusammengestellt, was schon an OER-Ordnungsstrukturen, zum Beispiel Qualifizierungskonzepte oder Kompetenzraster oder wie die Seitenstruktur von OER-Info aussehen soll, ist dort auch schon in diesem Dokument gesammelt. Und andere Projekte konnten von diesem Buffet schon wieder abgucken und haben daraus schon wieder Stücke entnommen und gesagt, okay, jetzt kann ich meine Struktur von meiner Schulung schon umstellen, weil ich habe hier eine gute Idee gefunden. Das hat ein anderes Projekt schon ganz gut zusammengestellt. Also das ist die Idee. Wir wollen beobachtet werden, während wir arbeiten. Wir geben schon im Alpha-Status kleine Zwischenergebnisse raus und hoffen, dass möglichst früh jemand abgucken kann. Ja, was wir außerdem machen, auf der nächsten Folie, sind IT-Experten und andere OER-Experten zusammenzubringen, um gute Konzepte weiterzuentwickeln. Wir möchten Softwarewerkzeuge und OER-Infrastrukturen weiterdenken und im
Empfehlungen geben, wie man unsere Lernplattform oder wie man unsere IT so aufrüsten kann, dass man OER besser finden kann, dass man OER besser speichern und freigeben kann, dass man sie korrekt lizenziert, dass man Metadaten nicht eintippen muss, sondern vielleicht automatisch generiert. Und da treffen wir uns unter anderem mit IT-Experten. Hier sieht man ein Foto von älteren IT-Experten-Workshops zum Thema Schulcloud. Also es gibt schon eine Reihe von Experten, die schon sehr lange zusammenarbeiten. Und jetzt werden wir als Jointly nochmal unter dem Thema OER Infrastrukturen und Softwarewerkzeuge beleuchten und da hoffentlich sehr innovative Konzepte finden. Damit diese Konzepte nicht nur am Schreibtisch oder an so einem runden, schönen Tisch wie eben auf dem Foto gesehen stattfinden oder entwickelt werden, gibt es auch eine IT-Werkstatt. Dort wird das ausprobiert, was sich die Experten ausdenken. Es gibt also um Jointly herum, sowohl in Lübeck als auch in der GWTG, die Partner ist, Informatiker und auch natürlich bei Edosharing, die kleine Proof of Concepts, POCs bauen und schauen, ob das, was man sich da an Infrastrukturideen ausgedacht hat, wirklich funktioniert. Und ob das dann auch praktisch funktioniert, werden wir mit den OER-Multiplikatoren in Workshops testen. Das heißt, wenn man so einen Proof of Concept, so einen kleinen Prototyp gebaut hat, wie man hier sieht, dann würden die OER-Multiplikatoren das als erstes zu sehen bekommen und würden uns ordentlich Feedback geben und sagen, jetzt müsst ihr aber noch was ganz anderes machen. Hier sieht man zum Beispiel meinen kleinen Proof of Concept, wo wir uns in Google Docs reingebohrt haben und geschaut haben, ob man vielleicht Inhalte innerhalb von Autorenwerkzeugen, die die Lernenden ohnehin benutzen, andere Inhalte reinliefern kann. Und die Idee ist auch, dass man vielleicht auch schon Inhalte, die dort geschrieben werden, wieder rausholen kann und wieder auf ein Buffet legt und andere informiert, dass da gerade ein ganz toller Inhalt zum Thema Recht und Lizenzen entsteht. Auf der nächsten Folie sieht man, wie das in der Praxis aussehen kann. Hier sieht man links dann so ein richtiger Hackathon, wo Leute zusammensitzen. Also hier in dem Fall jemand von der OER World Map und aus anderen Einrichtungen. Da versuchen wir Schnittstellen zu schaffen. Wie kann man auch von dem Content-Buffet wieder Inhalte in die OER World Map bringen? Wie kann man von dem Content-Buffet fertige, reife Inhalte in die Webseiten von der OER-Infostelle bekommen? Und dazu werden wir Hackathons und IT-Werkstatt Treffen machen, um diese Schnittstellen zu gestalten und ganz konkret schon im Programm auch reife Schnittstellen zwischen den einzelnen Portalen zu schaffen. Auf der nächsten Folie. Wir arbeiten hauptsächlich mit Open Source Software. Hier ein kleiner Überblick über die Software-Systeme, die wir vielleicht mal in der Zeit anbohren wollen und testen wollen, wie man die miteinander verbindet, um freie Materialien auszutauschen. Wir haben Software-Teams, die in Deutschland arbeiten, wie zum Beispiel ILIAS, StudIP, und OLAT Opal eingeladen und werden versuchen, unsere Lernplattformen so aufzurüsten, dass man OERs leichter in die Lernplattform reinbekommt, aber auch schöne Stücke in den Lernplattformen, die dort entstanden sind, wieder schnell in die Öffentlichkeit bringt, sodass das andere Bildungsorganisationen sehen können. Dort werden wir Durchstiche machen und Empfehlungen geben, wie solche Schnittstellen aussehen sollen. Und das ist, wie gesagt, nicht jetzt von Jointly für alle gemacht, sondern wir laden die Experten aus den einzelnen Projekten rein und diese Experten diskutieren untereinander. Ja, und wie kann man jetzt mitmachen? Das ist, glaube ich, die letzte Folie. Genau. Wir haben auf unserer Webseite eine Mitmachfunktion, wo man sich zu seinen Interessensgebieten eintragen kann. Mit dieser Internetadresse kommt man dorthin. Man kann sich dafür interessieren, an dem Content-Buffet mitzumachen, also zu sagen, ich möchte OER-Qualifizierungsinhalte erstellen, aber ich möchte das nicht ganz alleine machen. Ich möchte ganz gerne mich auf ein Thema konzentrieren und möchte von anderen Teams gerne andere Inhalte bekommen. Dann würde man die zweite Option anklicken. Wenn man an der Toolwerkstatt mitmachen möchte, also Softwareentwickler ist, dann würde man die dritte Option wählen. Wenn man IT-Experte ist oder ein Softwareexperte ist, dann würde man die nächste, die vierte Option wählen.
Und man kann aber auch einfach sagen, ich bin Multiplikator, ich möchte gerne Unterstützungsangebote haben. Also auch dafür sind wir da, dass wir den OER-Projekten, die sehr jung starten mit jungem Personal, dass wir dort Unterstützung von Experten organisieren. Und alles, was in dem Programm und Projekt entsteht, das wird in Transferworkshops dann nochmal zusammengefasst. Also wer dann ganz zum Schluss einfach die Zusammenfassung hören möchte und mitdiskutieren möchte, der kann zu Transferworkshops kommen. Dort würden wir nochmal in erweiterte Expertenkreise und Multiplikatorenkreise alles kurz fassen, was wir in dem Projekt gemacht haben. Ja, damit wäre ich so mit so einem kurzen Rundflug durch und würde mich freuen, wenn einige Fragen entstehen. Vielen Dank für den Input. Fragen ab jetzt in den Chat bitte. Gerne auch Fragen, die kein Fragezeichen haben, also wenn es Ergänzungen gibt, Kommentare etc. Alles sehr willkommen. Ich sammle bei großen Mengen, sortiere ich auch und gebe es dann weiter. Ich nehme mir mal das Privileg raus, weil ich nicht schreiben muss, die erste Frage zu stellen. Wie ist so grob euer Zeitplan? Was heißt, ganz am Ende gibt es Transferworkshops? Was sind die ersten Gelegenheiten, zu denen es konkrete Anlässe gibt, sich auch zu treffen? Also konkreter Anlass ist jetzt in der zweiten Märzhälfte um den 20. rum. Dort werden wir einen Workshop für die Multiplikatoren machen. Viele Projekte starten, wie gesagt, erst im Anfang März. Andere sind jetzt schon im Herbst gestartet und dort wollen wir zum zweiten Mal eigentlich die Projekte zusammenbringen und wollen darüber diskutieren, wie wir zusammenarbeiten. Also das wird ganz konkret jetzt, ist jetzt schon geplant. Einen Hackathon, einen ersten, also eine IT-Werkstatt wird es schon mal jetzt am Anfang März gemeinsam mit Zoom.de, der Zentrale für Unterrichtsmedien, geben. Dort setzen wir uns mit Experten für MediaWiki-Entwickler zusammen und überlegen, wie kann man solche tollen Inhalte der Zoom vielleicht automatischer erschließen. Und wie kann man andere Inhalte, die schon existieren, vielleicht in die Zoom-Wikis, also in die Autorenumgebung, auch reinbekommen? Das ist eine ganz konkrete Aktivität, die jetzt demnächst stattfindet. Die anderen Workshops haben wir zeitlich noch nicht geplant, weil genau das die Idee ist von Jointly. Wir wollen das gemeinsam mit den Multiplikatoren planen, wenn wir uns zum zweiten Mal im März in Weimar treffen. Möchtet ihr noch was ergänzen zum Gesamtzeithorizont? Wann ist Jointly beendet? Paul muss sein Mikrofon noch anschalten. Die Gesamtlaufzeit von Jointly wie allen Projekten dieser Förderlinie sind 18 Monate. Wir hoffen natürlich, dass wir auch so nachhaltige Strukturen schaffen, dass das nicht nach 18 Monaten aufhört, sondern im Gegenteil, dass es dann die Basis gelegt wird, dass es immer weitergeht. Zweiter Call für Fragen im Textchat. Ich rede sonst auch die ganze Zeit weiter, ist jetzt nicht das Problem, aber nicht erste Priorität. Erste Priorität werden die Fragen aus dem weiteren Kreis der Alten und Jungen haben, wie ihr sie genannt habt. Man hat sofort versucht, Tiermetaphern mit Lebensmittelmetaphern zu verbinden, aber wir sind ja ein interessanter Web-Talk. Oh, jetzt schreiben auch mehrere auf einmal, das ist sehr gut. Ihr habt ja ganz viel von Schnittstellen gesprochen, sowohl in technischer Hinsicht wie in sozialer Hinsicht ist, denke ich, Jointly das Schnittstellen-Schaffprogramm für OER jetzt im Moment in Deutschland. Könnt ihr vielleicht aber kurz was zu den Menschen, die die Schnittstellen schaffen und moderieren, sagen? Also wir kennen jetzt euch beide. Es gibt ja aber noch mehr Partner, Institutionen habt ihr genannt. Wer steckt denn noch menschlich hinter Jointly?
Ja, gern. Also wir schaffen, glaube ich, gar nicht die Schnittstellen. Die sind schon geschaffen worden. Es war auch eine sehr große Diskussion jetzt im Antragszeitraum. Die Community hat ja zum ersten Mal eingefordert, dass Vernetzung in solchen Programmen stattfinden sollte. Und es gab dann tatsächlich auch Anträge, die dann halt das mit beantragt haben, also wir unter anderem. Aber die Community hat sich auch in dieser Antragsphase schon vernetzt und es bestehen jetzt so viele, auf so vielen Ebenen schon Vernetzungsstrukturen, dass wir glauben, bei Jointly muss man jetzt eher Koordinierungs- und Kooperationsangebote sortieren und organisieren, damit man von der vollen Mailbox der vielen Kooperationsangebote runterkommt auf machbare und gut funktionierende Projekte. Wer steht noch hinter Jointly? In Lübeck arbeitet der Markus Daimann mit an Jointly und in der GWTG sind wir gemeinsam im IT-strategischen Bereich mit dem Professor Jayapur und dem Herrn Wieder, Herrn Dr. Wieder. Und mit der GWTG versuchen wir IT-Experten zu gewinnen, dass wir in dem IT-strategischen Bereich genau mit den richtigen Leuten reden, die über OER-Infrastrukturen nachdenken können. Unsere Lübecker Partner sind sehr, sehr stark im pädagogischen Bereich, haben ja diese MOOC-Lernplattform Moin und werden da auch pädagogische Beratung anbieten. Fragen haben wir inzwischen von David Eckhoff und von Ingo, was niemanden weiter abhalten soll, Fragen zu stellen. Ich fange mal einfach der Reihe nach an. David Eckhoff schreibt, beziehen sich die Angebote von Jointly primär auf die Projekte der BMBF-Förderlinie oder sind sie auch für andere offen? Die Formulierung der Frage enthält eigentlich die Antwort. Primär und offen. Ja und ja. Also ja, natürlich, es ist diese Förderlinie jetzt auch, die den Anstoß gegeben haben für Jointly. Und natürlich, wir sind ein Querschnittsprojekt in dieser Förderlinie. Ja, primär, das stimmt. Und ja, und natürlich sind wir offen, weil das ist das Ganze, das ist ja der Kerngedanke von OER eben auch, eine Offenheit zu haben. Und das ist nicht nur eine Offenheit der Nutzbarkeit von Informationen, sondern das ist für uns natürlich auch eine Offenheit der Teilnahme an und der Kooperation. Also ja und ja. Eine Frage von Ingo. Er schreibt, zum Beispiel habe ich eine Sammlung mit Material, Texte, Bilder, Medien. Wie kommen die aufs Buffet und wie kann das gegebenenfalls synchron gehalten werden mit meiner eigenen digitalen Arbeits-/Sammelumgebung? Okay. Ja, also mal angenommen, diese eigene Sammlung würde in Moodle oder einer anderen Lernplattform sein, dann ist die Idee, dass wir ein Plugin in Moodle reintun, was mit dem Buffet kommuniziert und dass wir merken, wenn in dem Moodle neue freigegebene Inhalte auftauchen und das im Buffet sichtbar wird. Andere Möglichkeit wäre, man arbeitet in Google Docs, also wie eben gesehen. Dann würde auch das Plugin mit dieser Seitenleiste, die man eben gesehen haben, dort reinschauen. Und wenn ich dort dieser Seitenleiste erlaube, bestimmte Dinge auf dem Buffet zu kommunizieren, dann würde das auf dem Buffet halt sichtbar werden. Und wir diskutieren im Moment gerade, wie wir das Buffet organisieren, also wie wir da Gruppen zusammenfinden, die an gleichen Themen arbeiten. Weil das Problem wird, glaube ich, gar nicht sein, dass man Materialien bekommt, sondern es wird eher das Problem sein, dass man zu viel Materialien bekommt. Also dass wir Strukturen schaffen müssen, um immer die Spitze des Eisbergs sichtbar zu machen, also was jetzt genau für mich gut passt. Joachim Dietrich und Martina Emke haben Fragen gestellt. Erstens, was ist genau der Sinn der Transfer-Worksheets, Entschuldigung, der Sinn der Transfer-Workshops im Unterschied zu den OER-Content-Buffet? Und ich nehme es mal gleich dazu als Frage von Joachim Dietrich von curriculumonline.de. Welches System, Querstrich, welche Plattform liegt hinter dem Buffet? Fragezeichen, Edu-Sharing, Fragezeichen.
Okay, also es liegt im Moment, was an Technologien bisher dahinter liegt, sind eine Kombination aus Edu-Sharing, Moodle, ich glaube, Ilias haben wir schon mal Test angebunden. Also es sind mehrere Systeme, die im Moment in dieser ersten Alpha-Version gerade installiert werden. Und das ist auch der Sinn des Content-Buffets. Es soll nicht eine Technologie sein, sondern wir versuchen, alle vorhandenen Technologien, die im Bildungsbereich üblich sind, anzubinden, natürlich im Rahmen der machbaren Ressourcen. Und es soll getestet werden, welche Funktionalitäten sich eignen und welche sich weniger eignen. Also das war die zweite Frage. Die erste habe ich vergessen. Hilf mir nochmal, Ja, Joran. die kann ich vielleicht beantworten. Wie sieht das Ja. aus? Was, also es war quasi der Unterschied zwischen Transfer-Workshops auf der einen Seite und dem Content-Buffet auf der anderen Seite. Und das Content-Buffet stellt eben einfach die Materialien in den verschiedenen Stadien, auch im Beta-Stadium zur Verfügung, die von anderen genutzt werden kann, kombiniert werden können und mit denen man was machen kann. Das lässt aber im Grunde ja denjenigen, der dieses Content-Buffet nutzt, erstmal dann auch mit diesen Dingen allein. Das heißt, es ist ein Austauschsystem, aber es ist noch nicht ein Kommunikationstool. Beim Transfer-Workshop geht es hingegen wirklich dazu, dass Menschen zusammenkommen und über Inhalte reden und Dinge vermitteln und Erfahrungen austauschen und sagen, diese und diese Kompetenz habe ich und das könnt ihr machen und das könnt ihr so machen. Das ist insofern ein anderes Format als das Buffet, wo jeder darauf zugreifen kann. Ich finde den Unterschied zwischen der IT-Werkstatt oder den Kooperationsworkshops der OER-Multiplikatoren und dem Transfer-Workshop spannend, weil in diesen IT-Werkstatt und in den Kooperationsworkshop dann arbeiten wir wirklich mit dem Buffet, also auf der Arbeitsebene mit den OER-Info-Projekten. Und in den Transfer-Workshops, da könnten eher Interessierte hinkommen, die die Zusammenfassung von dieser Arbeit kennenlernen wollen und dann nochmal aus ihrer Perspektive Feedback geben oder auch mitarbeiten. Also da wird auch aktiv gearbeitet. Das könnten zum Beispiel Entscheider aus der Politik sein, Entscheider aus den Hochschulen oder IT-Fachleute aus Hochschulen und Schulen, die sich dort nochmal die dichte Spitze des Eisbergs abholen wollen, aber auch sagen wollen, das ist ja ganz nett, was ihr euch da gedacht habt, aber habt ihr an diese und diese Aspekte auch gedacht? Und das nehmen wir wieder mit in die Arbeitsebene und würden beim nächsten Transfer-Workshop dann darauf auch Antworten geben. Eine Frage von Valentin Münscher von Wikimedia Deutschland lautet: Wann wird das Content-Buffet zur Verfügung stehen? Wann gibt es etwas zu sehen? Das fragt man Informatiker nicht. Ja, also eine erste Alpha-Version wollen wir zu dem Kooperationsworkshop Ende März zeigen. Da wird diese erste Alpha-Version mit den Multiplikatoren durchgesprochen. Es wird einfach Kritik geübt, was da schon passt und was da nicht passt. Und dort wollen wir auch gemeinsam entscheiden, welche Anbindung an die Lernplattform oder an Autorenwerkzeuge welche Priorität haben. Also bohren wir uns zuerst in Google Docs rein oder perfektionieren wir erst das Plugin für Moodle oder Ilias. Also das ist genau Gegenstand von diesem März-Workshop. Die Community bestimmt die Prioritäten und die Zeitlinie mit. Und sie kann auch mitmachen, das heißt, wir kommen auch schneller vorwärts, wenn man mitentwickelt. Für den Chat rufe ich jetzt mal den Last Call aus, für letzte Fragenrunde. Ach, da kommt schon eine. Danach habe ich auch noch eine. Erstmal Martina Emke. Könnte auch gemeinsam erstellte Inhalte des Contents-Buffet dann im Transfer-Workshop für die Erstellung von Konzepten für die Nutzung von OER genutzt werden? Einer von euch die Frage schon verstanden oder soll ich sie nochmal wiederholen? Könnten auch gemeinsam erstellte Inhalte des Content-Buffets dann im Transfer-Workshop für die Erstellung von Konzepten für die Nutzung von OER genutzt werden? Könnt ihr die Frage aufgreifen? Ja, also die etwas fertigeren Inhalte oder die ganz fertigen Inhalte im Content-Buffet, die sollen ja gar nicht beim Content-Buffet zu finden sein, sondern die werden wir transferieren in die OER-Info-Portalseite.
Also das ist die richtige Stelle, um die fertigen Materialien zu finden. Ob wir jetzt in den Transferworkshops mit den Inhalten nochmal mit der Zielgruppe arbeiten, das haben wir noch gar nicht besprochen, weil was genau Teil der Transferworkshops sein soll, das wollen wir mit den Multiplikatoren besprechen. Also wenn ihr Wünsche habt, dann schickt die uns. Wenn ihr gute Ideen habt, was an Wissens zu transferieren wäre, was ihr euch wünscht, dann gebt uns einfach Feedback. Die Transferworkshops sind noch nicht minutiös durchgeplant. Ich kann dafür vielleicht noch ergänzen zu sagen, ja klar, die fertigen Materialien werden dann sozusagen, die Glanzbroschüre kommt dann auf die Infostelle, da wird das veröffentlicht. Aber das Know-how und die Erfahrung der Erstellung, das sind ja Personen, die das gemacht haben, die, wie ich immer sage, im Maschinenraum gearbeitet haben, nämlich bei Jointly. Und die können diese Erfahrung in den Transferworkshops eben auch vermitteln, so dass es nicht nur das fertige Produkt gibt, sondern auch einen Erfahrungshintergrund von Personen, der vermittelt werden kann und der auch an Entscheider vermittelt werden kann. Und das kann man eben nicht nur durch das fertige Produkt, sondern dafür sind solche Transferworkshops sinnvoll. Im IT-Bereich sollen die Transferworkshops zum Beispiel dazu dienen, dass IT-Fachleute aus den Hochschulen, die für E-Learning-Systeme verantwortlich sind, ein richtiges, praktisches How-to bekommen. Also wir stellen die Tools und Ideen vor, die entstanden sind, oder auch die Tools, die schon vorhanden sind im freien Markt und geben dann praktische Tipps, wie man seine Lernplattform für OER aufrüsten kann. Also dann wird richtig mit Rechnern, kann man ankommen und mal testen, wie man solche Tools bei sich einbauen kann. Ich habe noch eine Frage nach dem Studium eurer Website. Und zwar steht da was von Hotline-Zeiten. Und ich kann gleich noch erklären, warum ich die Frage besonders interessant finde, aber erstmal tatsächlich die Frage und eure Antwort darauf. Was kann man da wann erwarten? Okay, also nach dem Workshop mit den Multiplikatoren wollen wir Hotline-Zeiten auf die Webseite schreiben. Das heißt, man kann uns dann donnerstags von 14 bis 15 Uhr auf verschiedenen Kanälen erreichen. Das wird einerseits Skype sein, das wird andererseits auch so ein Adobe Connect-Raum sein. Per E-Mail kann man uns sowieso erreichen. Und diese Hotline-Zeiten sind dafür da, uns Fragen zu stellen. Wir versuchen auch zu antworten, aber hauptsächlich wollen wir dann diese Fragen aufgreifen und in den Workshops oder in unserer eigenen Arbeit Unterstützungsmaterialien oder Unterstützungsexperten zusammenstellen, um dann unsere Angebote an den Bedarf von außen anzupassen. Jetzt sind keine weiteren Fragen da. Insofern erzähle ich noch kurz aus dem Nähkästchen oder aus dem Maschinenraum. Tatsächlich glaube ich, diese Hotline ist ein großer Bedarf da draußen. Ich kann kurz erzählen, wie es bei uns hier aussieht bei OER Info, also bei der Informationsstelle OER. Denn Anna hat vorhin ja schon mal ganz kurz erwähnt, die ist schon so halb da. Vielleicht konkretisiere ich das auch kurz. Die ist, naja, vielleicht höchstens zu einem Drittel da, nämlich zu dem Teil der vielleicht umgangssprachlich einfach Blog zu nennen wäre, wo wir also aktuelle Meldungen und Praxisporträts etc. vorstellen. Das ist der Teil, der schon läuft. Es kommt ein großer weiterer Teil hinzu, der jetzt mit den verschiedenen Transferpartnern vorbereitet wird. Und auch da hat Anne schon gesagt, steht Frühjahr 2017 als Start dieser erweiterten Fassung auf der Website. Ich greife mal Annes Spruch auf. Das haben, glaube ich, Informatiker geschrieben. insofern kann es vielleicht ein dehnbarer Begriff von Frühjahr werden. Mal sehen. Dann wird die Website also in der in Anführungszeichen richtigen Fassung nochmal deutlicher weiter da sein. Denn das, was man bisher sieht, wie gesagt, ist der Blogbereich mit aktuellen Inhalten, mit Praxisporträts, ein paar Materialien und mit einem größeren Archiv. Mehr dazu dann im späten Frühjahr. Tatsächlich ist das, was bei uns schon ganz, ganz häufig ankommt, sowas wie ein, kann man irgendwo anrufen und sich das mal alles in Ruhe erklären lassen. Das heißt, der Hotline-Bedarf ist, glaube ich, tatsächlich da und es gibt, glaube ich, keine so ganz konkrete Stelle, auf die man dann verweisen kann. Aber tatsächlich ist ja im Grunde genommen das ganze Förderprogramm darauf angelegt, dass es Anlaufstellen gibt für Multiplikatoren, für Menschen, die was machen wollen, für Menschen, die Sachen entscheiden wollen. Und insofern wird sicher dann im Verlaufe der nächsten Monate sich das rauskristallisieren, dass es nicht nur eine, sondern ganz verschiedene Anlaufstellen geben wird. Und Jointly wird sicher da als Bindeglied, als Schnittstelle, als Maschinenraum, als Denkraum
entscheidende Wegweiser geben. Ich sehe gerade nochmal, Frühjahr geht bis Mitte Juni, sagt Hanna im Chat. Valentin schreibt auch Frühsommer genannt. Ja, ich glaube, das kommt immer auf den Standpunkt an. In Südafrika ist gerade, naja. Gut, gibt es irgendwas, was wir noch in dieser Runde sagen sollten? Anne, Paul, habt ihr was, was unbedingt gesagt werden sollte, bevor wir das hier beenden? Ja, vielleicht sind die Hotline-Zeiten eine gute Möglichkeit, auch gemeinsam zu arbeiten. Also ich glaube, auf der OER-Info-Webseite wird man immer alle Angebote finden. Und ob wir jetzt eine separate Hotline machen oder ob wir einfach auch nochmal miteinander reden mit dem Ingo Blees, dass wir vielleicht gemeinsam Hotline-Zeiten anbieten und so einen Ad-hoc-Raum öffnen und dann Experten einladen. Also da arbeiten wir auch eng zusammen mit den anderen, die Querschnittsangebote machen, und wir versuchen so, das so zu machen, dass das für alle übersichtlich ist und dass ihr da das auch findet. Also geht auf die OER-Info-Seite, schaut ab und zu auch auf unserer Webseite vorbei, und alles, was an Hotline-Zeiten angeboten wird, werdet ihr auf jeden Fall auch auf OER-Info finden. Ja, ich kann nur noch sagen, macht mit. Gemeinsam kriegen wir das nur hin, wenn möglichst viele mitmachen. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Wunderbares Schlusswort. Mehr kann man zum Abschluss nicht sagen. Vielen, vielen Dank an Anne und an Paul für den Input und die Einsichten in die Vorbereitung zum Maschinenraum. Vielen Dank an alle, die im Chat dabei waren, die Fragen gestellt haben, etc. Und auch an diejenigen, die still dabei waren. Vielleicht waren das ein paar von den jüngeren Hasen, die dann mit der Zeit auch zu fortgeschrittenen Hasen werden. Einen guten Start für alle, die in den OER-Projekten arbeiten. Alles Gute und bis zum nächsten Mal an dieser Stelle oder anderen Orten zur OER-Vernetzung. Danke auch an unsere Produzentin hinter den Kulissen. Das ist Blanche Fabre, die man nie sieht und hört, aber die dafür sorgt, dass wir zu sehen und zu hören sind. Danke an Gabi Fahrenkrug, die das Ganze redaktionell vorbereitet hat. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss. Ciao.